Hallo, mein lieber Skorpion, und auch hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Schön seid ihr alle hier. Für die, die mich noch nicht kennen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns die Karten an für den Monat Dezember, lieber Skorpion. Wir schauen uns an dein Hauptthema, was kommt, mit was du rechnen musst, der Rat der Karten und wie immer dein persönlicher blinder Fleck. Lieber Skorpion, das ist eine allgemeine Legung, das heißt, es kann nicht für alle passen und das ist auch völlig in Ordnung. Also hör wirklich auf deine Intuition. Vielleicht ist auch nur eine Botschaft für dich, vielleicht ist auch keine Botschaft für dich und das ist auch in Ordnung. Nichts zusammenbiegen, wirklich nur annehmen, was zu dir gehört. Lieber Skorpion, wenn du das Gefühl hast, du brauchst einmal ein persönliches Reading, biete ich das auf meinem Etsy-Shop an. Link ist weiter unten. Falls du generell jetzt das Gefühl hast, Dezember ist jetzt schon sehr intensiv für dich, ich habe noch ein zweites Video hochgeladen bezüglich, was liegt im Schatten? Was liegt im Verborgenen und ist dir im Dezember nicht bewusst? Ich werde dir das Video sonst auch noch verlinken. Wenn du möchtest, kannst du dir das dann auch noch anschauen. Ja, lieber Skorpion, dann schauen wir mal deine Hauptenergie Dezember bitte. Huch, fast in die Flamme. Führung. Ja, du musst dein Leben in die Hand nehmen und in die richtige Richtung führen, nehme ich wahr. Hilfe annehmen, nehme ich auch wahr, ganz stark. Also ganz wichtig, lieber Skorpion, wenn du merkst, dass in der letzten Zeit eine starke Stagnation bei dir stattgefunden hat, lenke wirklich dein Leben, nimm es in die Hand und lenke es. Wenn du merkst, es ist deine Botschaft, dann wirklich steh auf und tu etwas. Für andere, die eher das Gegenteil tun, sehr im Takt sind, sage ich jetzt mal. Ihr dürft auch mal Hilfe annehmen und euch vielleicht auch führen lassen. Ihr müsst nicht immer alles alleine tun. Ganz, ganz wichtig. Nimm wirklich nur die Botschaften an, wo du das Gefühl hast, das ist für mich. Schauen wir noch mit dem Tarot. Was ist dein Hauptthema im Dezember, Skorpion, bitte? Fünfter Stäbe. Machtkämpfe, Konflikte. Vielleicht auch Konflikte mit dir selber. Oder bei der Arbeit. Falls du selbstständig bist und irgendeine Idee verfolgst, sage ich immer, beachte auch die Konkurrenz. Du bist nicht alleine mit dieser Idee. Irgendjemand muss das hören. Pass auch auf, wem du was erzählst und sei einfach gut informiert. Auch in der Liebe, du musst ein bisschen für dich auch einstehen, sagen, was du möchtest, klare Kommunikation. Könnte sein, dass vielleicht nicht alle mit dem einverstanden sind, was du sagst oder was du möchtest. Ja, Vergangenheitsenergie, fünfter Kelche. Könnte sein, dass eine Vergangenheitsperson oder auch eine Vergangenheitssituation irgendeinen Konflikt noch mit sich bringt. Das kann zwar auch nur energetisch sein, aber schauen wir mal mit den kleinen Karten. Fünfter Stäbe, warum? Skorpion bitte. Warum fünfter Stäbe als Hauptthema? Warum? Oh, eine Nachricht. Etwas kommt auf dich zu. Eigentlich etwas Schönes. Aber doch ist der Konflikt da. Irgendetwas steht noch im Weg, habe ich das Gefühl. Also Erdenergie und Wasserenergie, ganz, ganz stark. Kann sein, also sicher eine Chance kommt auf dich zu, könnte auch eine Beförderung sein, aber du musst bereit sein, dafür zu kämpfen. Bewerbungsgespräch, wo du wirklich dein Bestes, also zu 1000% auch abliefern musst. Und auch in der Liebe könnte hier etwas kommen. Aber doch der Konflikt.
Etwas steht im Weg, du musst dich irgendwie durchsetzen. Schauen wir mal genauer rein, vielleicht wissen wir dann mehr. Was könnte auf dich zukommen, lieber Skorpion? Oh, Türen öffnen sich. Der Magier. Aber es blockiert dich. Ach, der Schwerter. Warum? Gehen wir mal weiter. Oh. Oha. Schauen wir mal. Interessant. Wir kommen gleich verschiedene Dinge rein. Das Schicksalsrad, irgendetwas Schicksalhaftes. Kann eine Person sein oder eine Begegnung, eine Situation. Etwas, was dich so ein bisschen lenkt oder dich zwingt, in diese Richtung zu gehen. Der Magier. Könnten sich Möglichkeiten und Türen öffnen für dich? Verschiedene nehme ich wahr, aber nicht jede Möglichkeit ist wirklich das, was du willst oder was zu dir gehört, sagen wir es so. Gewisse Möglichkeiten sind nicht echt, nehme ich wahr. Oder machen dich nicht glücklich, hören sich toll an, aber machen dich nicht glücklich. Darum ganz wichtig, wenn du Möglichkeiten bekommst, sei das jobmäßig oder in der Liebe, wenn du Menschen begegnest. Ich sage immer auch Skorpion vor allem. Skorpion ist sehr intuitiv. Man sagt, das Sternzeichen hat das Talent, in die Tiefe der Seele zu blicken, Tiefe zu erkennen, wo andere Sternzeichen nie hinkommen. Aber es muss gelernt sein. Hör auf deine innere Stimme, weil die vom Skorpion ist extrem klar und deutlich eigentlich. Im Gegensatz zu anderen Sternzeichen. Aber der Verstand schreit halt. Oder man muss ein bisschen unterscheiden, dass man lernt, auf die innere Stimme zu hören und nicht nur auf den Kopf. Was ich aber auch sehe für andere, da müsst ihr wirklich schauen, was zu euch jetzt gehört. Dass hier etwas kommen könnte, was eben nicht echt ist. Das könnte eine Person sein. So ein kleiner Trickster, sag ich mal, der etwas vorgibt zu sein, was er aber nicht ist. Das wird aber natürlich nicht für alle der Fall sein. Ganz, ganz wichtig. So ein bisschen etwas zeigen, was man nicht ist, Maske tragen. Irgendetwas trägt noch eine Maske. Oder nicht alles ist so schön und wundervoll, wie es auf den ersten Blick aussieht. Man muss genau erkennen. Und ich glaube, das wirst du auch fühlen. Du wirst genau fühlen, welche Tür für dich ist, Chancen, welche nicht. Und wer ist der Trickster und wer ist aufrichtig. Es wird dich aber wahrscheinlich im ersten Moment etwas blockieren, verunsichern. Das ist ein Zeichen, weil du es schon spürst. Du wirst es schon wissen, wahrscheinlich. Ach, der Schwerter. Blockaden, das Gefühl zu haben, zu ersticken, nicht vorwärts zu gehen. Vielleicht auch das Gefühl zu haben, warum? Ich habe jetzt so gekämpft, ich habe alles gegeben, warum? Nämlich ganz stark wahr. Ich habe aber auch das Gefühl, dass bei vielen sich eine schöne Tür öffnet. Und ihr möchtet wie nicht hindurchgehen. Ich habe wie das Gefühl, ich habe so viel gekämpft, jetzt soll ich das einfach zurücklassen und so durch die neue Tür. Und, ja, oder was auch immer das ist. Und du wirst es zurücklassen. Ganz klar. Du wirst, weil du das so fest spürst, was das Richtige für dich ist. Obwohl es schmerzt, habe ich das Gefühl, kann sein, dass du vielleicht einer Person den Rücken zukehrst, wo du wirklich weißt, das ist, tut dir nicht gut. Kann natürlich auch eine Gewohnheit sein, kann auch beruflich etwas sein oder ein Wunsch, wo du wirklich erkennst, das tut dir nicht gut.
Hier 6 der Schwerter und 3 der Schwerter. Du lässt es zurück. Irgendetwas. Und vielleicht ist das der Kampf eben, weil es im ersten Moment ein bisschen schwierig ist, das zurückzulassen, was auch immer das ist. Schauen wir mal genauer rein, warum der Magier. Ja, vielleicht war es mehr eine Affäre oder eher etwas ohne Boden, nämlich war, was auch immer das ist. Und jetzt öffnet sich ein neuer Weg. Also, ja, wie zum Straucheln. Zwei der Münzen am Abwägen. Soll ich nicht? Ich habe auch das Gefühl, du reflektierst extrem Luftenergie auch noch. Vielleicht hast du das mit einem Luftzeichen zu tun. Du reflektierst extrem, was habe ich gegeben und was habe ich bekommen. Habe ich genug bekommen, was ich gegeben habe? Und du gehst dorthin oder diesen Weg, wo du das Gefühl hast, wo du auch mehr bekommst, obwohl es dir schwerfällt. Es ist nicht, also du wirst zu deinem Gunsten handeln, obwohl es vielleicht im ersten Moment etwas schwer auf dem Herzen liegt. Drei der Schwerter. Ja, Bube der Kelche, Wasserenergie. Vielleicht lässt du ein Wasserzeichen zurück. Oder du willst zu etwas Neuem, zu etwas Spirituellem mehr gehen, mehr dieser intuitive Weg, sag ich jetzt mal. Schauen wir mal weiter, lieber Skorpion. Also sehr intensiv. Interessant. Der Teufel, die Liebenden. Jetzt wird es spannend. Also vorher war es schon spannend. Und der Eremit. Steinbock-Energie, Zwilling-Energie, Jungfrau-Energie. Ganz stark. Was haben wir hier? Wasserenergie, fünfter Kelch, schon wieder Wasserenergie, schon wieder diese Vergangenheitsenergie. Irgendetwas aus deiner Vergangenheit ist noch ziemlich präsent, jetzt einfach energetisch gesehen. Der Teufel kann sein, dass du dich vielleicht jetzt mehr auf den Beruf fokussierst, mehr auf Verwirklichung, mehr auf Karriere und vielleicht die Liebe selber etwas zurück, also nicht als Prio 1 anschaust, nehme ich wahr für einige. Für andere sehe ich hier wirklich dieses Toxische, dieses Abhängige. Hier schauen wir mal, warum der Teufel. Ich habe das Gefühl, du lässt das zurück. Ja. Kann es sein, dass du dass dir wirklich etwas bewusst wird, eine Wahrheit. Du willst dich von dieser toxischen Verbindung lösen. Bist noch ein bisschen blockiert hier, nehme ich wahr. Aber dir ist, glaube ich, total bewusst, was toxisch ist und was gut ist. Das willst du nicht mehr. Hier kommt aber die Liebe. Ich nehme ganz stark Selbstliebe wahr. Und auch die Bereitschaft für Liebe, Zwillingsenergie. Schauen wir mal. Interessant, die Liebenden. Ich habe auch das Gefühl, du erkennst, was toxisch ist, also was emotionale Abhängigkeit ist und was wahre Liebe ist. Wahre Fürsorge. Ja. Du hast gedacht, das wäre deine große Liebe. Vielleicht sogar Seelenverwandtschaft, Seelenpartner. Irgendetwas, was dir extrem am Herzen liegt. Irgendetwas, was dir am Herzen liegt, hast du zurückgelassen. Kann auch sein, dass das natürlich schon, dass das schon war, dass du das schon durch hast. Aber die Energie ist noch hier. Und jetzt willst du etwas, was stabil ist, was echt ist, was deinem Herz nicht mehr schmerzt und dir auch keinen Turm-Moment gibt. Wenn es auch Beruf dein Thema ist, willst du nicht mehr diese Enttäuschung oder das
wie soll ich sagen, du willst wertgeschätzt werden für das, was du tust. Du willst auch mehr Erfüllung haben. Und hier beginnt die Reise. Hier beginnt die Reise der Eremit-Jungfrau-Energie. Oh. Könnte vielleicht jemand kommen noch auf Ende Jahr, Anfangs Neujahr? Ich lese eigentlich die Karte nicht verkehrt, aber hier habe ich wirklich das Gefühl, die gehört so hin. Eine Stagnation löst sich langsam auf. Könnte jemand kommen oder eine Idee kommt? Du siehst den Weg oder jemand kommt hier. Erdenergie, ganz, ganz stark. Erde, Fische und Feuerenergie. Nehmen wir noch eine. Ja, es gibt dir Klarheit. Starke Klarheit. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht siehst du das auch noch nicht so richtig. Und ich bin nicht ganz sicher, ob du wirklich bereit bist. Weil wieder fünfter Kelche, Vergangenheitsenergie ist so präsent. Oder kann auch sein, dass dein Gegenüber extrem viel Reue hat. Irgendjemand bereut, irgendjemand trauert oder jemand hat das Gefühl, er hat nicht alles getan, was er hätte tun können. Ja. Vielleicht überlegt man sich auch, ob man eben die Vergangenheitsperson, wo man vielleicht schon länger keinen Kontakt mehr hat, nochmals kontaktieren sollte für ein Schlussstrich oder für ein offenes Gespräch, sage ich jetzt mal. Muss ja nicht ein Schlussstrich sein, aber für ein Gespräch sehe ich auch. Weil hier Ast der Schwerter, Chancen für Klarheit. Natürlich nicht für alle. Schauen wir mal, was ist der Rat der Karten? Schon wieder Ast der Schwerter. Oh. Klare Botschaft, lieber Skorpion. Wenn eine Chance kommt für ein Gespräch, für reinen Tisch, nicht trotzig handeln und Nein sagen. Nicht wegschauen, hör hin. Auch wenn Zeichen kommen, die dir Klarheit geben, hör und sieh hin, nicht ignorieren. Das muss nicht eine Nachricht sein, es muss nicht unbedingt ein Gespräch sein, das können auch intuitive Botschaften sein für Chance, für Klarheit. Nicht überhören, also hör hin, ganz wichtig. Was ist dir nicht bewusst? Bube der Kelche, ja, da. Ja, da ist schon jemand in deiner Energie, das ist dir nicht bewusst. Vielleicht bist du dieser Person noch nicht begegnet. Bube der Kelche. Und neun der Kelche, Wunscherfüllung. Vielleicht ist auch Spiritualität, bringt dich, erfüllt dich. Das ist dir vielleicht nicht so klar. Vielleicht denkst du, es ist mehr eine spielerische Art. Und für andere, hier ist jemand. Jemand kommt. Jemand Neues. Wasserenergie. Kann sein, dass diese Person, dass du dieser Person aber noch nicht begegnet bist. Wenn neue Menschen kommen, kommt immer zuerst die Energie. Die Energie kommt in deine Energie. Und dann dauert es einen Moment, bis man sich begegnet. Man kann natürlich auch die Begegnung blocken, weil jeder Mensch hat ja einen freien Willen. Aber hier kommt etwas. Etwas, was du nicht kommen siehst. Ja, mein lieber Skorpion, nehmen wir noch eine Orakelkarte. Huch. Durchbruch. Ja. Dir wird so einiges klar. Also es wird ein Riesenschritt sein für dich, auch wenn es vielleicht etwas schwer ist. Tor zu neuen Möglichkeiten. Etwas Neues wird sich dadurch öffnen. Sei dienstfertig, sei bereit. Ja, lieber Skorpion, danke dir fürs Zuhören, Zuschauen. Lass ein Like da und bis zum nächsten Mal. Ciao.